Krass. Boah, ich habe zweimal den falschen Knopf gedrückt. Ich bin so dämlich. Oh. Was ist das denn jetzt? Der Ballsaal. Okay. Ja, ich meine, warum nicht? Fährt ja auf ein Schiff drauf. Aber der sieht doch ein bisschen zu gut eingerichtet aus. Okay, ich spiele mal Klavier. Wow. Das war ein Meisterstück. Ich glaube, es war ein Stück von Beethoven oder Mozart. Wow. Okay. Krass. Da hinten, da kann ich doch irgendwas machen. Was haben wir denn da Schönes? Irgendwas zum Öffnen. Ein Leuchtturm. Hat der nicht eine Gruselgeschichte erzählt? Mit einem Leuchtturm? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen. Ich habe mich versehen. Sorry. Okay, ein Leuchtturm. Keine Ahnung. Dieser Ort ist seltsam. You don't say. Le Book. Mhm. Was haben wir denn da? Das sieht nach rituellem Machenschaften aus. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen. 5 von reinem Geist und Körper. 3 weiblich und 2 männlich. Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest von Akramahamari, Ritual von Terskaya, abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der 5 Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Und nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll im Brunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras. Wie sie steht geschrieben, wir 5 an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die 5 Spitzen, Macht erfüllt. Wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet. Das Unikursus rufet. An 5 Spitzen wir glauben, das Schwert voran und proklamiert mit fester, wir dienen. Wendet Grad nach und zeichnet. O Gouvernale Sigil, das heilige Symbol, nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Buh. Jo, hört sich nett an. Das Schwert voran und rufet mit Überzeugung, den 5 Spitzen wir opfern, Seite 34. Jeder der 5 trete einen Schritt zur Mitte und verharre in der Haltung von Ram. Stimmt gemeinsam ein, 1 sind wir und so ist unser Fürst. O Soras, mit diesem Opfer bitten wir dich, läutere uns von den Dämonen, die uns befallen. Das Blut der Schöpfung wir vergießen dir zu Ehren, auf das deiner Gunst würdig erweisen. Erst nachdem die Anruf endet ist, sollen die 5 sich dem O nähern und einer nach dem anderen wird den unglückseligen Körper von seinem unreinen Blut befreien. Schädel, deutsch Blutbaum. Okay.
Der Leichnam soll ruhen in einem Sarg aus dickem Holz und der Kopf deinen Jüngern frei zugänglich sein als Mahnung, dass der Unachtsame allzu leicht dem Bösen verfällt. Aber die Macht von Soras euch alle beschützt und so sei das Ritual und deine Jünger von allen Plage Geistern befreit. Das Fest möge beginnen wahrscheinlich. Ich glaube, deswegen waren die auch in diesen Holzsärgen drin. Sieht für mich auf jeden Fall so aus. Okay. Krass. Okay. Liz, weiter geht's. Ah. Da ist noch was. Ich schaue mich nochmal gerade hier um. Ist hier hinter dem Klavier noch irgendwas gewesen? Ich glaube nicht. Nö, nicht so aus. Kommen wir hier dran vorbei? Jawohl. Dann gehen wir dorthin. Was geht hier vor sich? Ja, keine Ahnung. Das ist bestimmt eine rote Farbe. Boah. Alter. Okay. Mhm. Ja, es sieht schon sehr nach Ritual aus hier alles. Okay. Was ging jetzt ab? Was war das? Ist das Licht ausgegangen? Da stand der Typ im Anzug. Oder der in Kapuze? War er es? Das ist eine von den Prophezeiungen, die wir gesehen haben. Der Kapuzentyp. Wow. Nicht kämpfen. Okay. Okay. So. Treffer. Oha. Okay, ich glaube, den kann man nicht töten, oder? Shit. Alter. Na, Wahnsinn, ey. Julia, Frachtraum 1, 2.52 Uhr, 21. Juni. Ist das? Dreht euch um. Die haben wenigstens Schuhe an. Oh. Der Olsen. Der Olsen mit seinem Hammer. So, was ist jetzt? Wir sind wieder in diesem Flugzeugwrack. Oder? Glaub schon. So, nicht ersticken, bitte. Was ist mit dem? Ist er nicht tot, oder? Der hat den Ring. Kind jetzt ab, Mann. Alter. Kann ich nicht irgendwas tun? Ermutigen, mach weiter. Stopp, er ertrinkt. Tauben. Keine Ahnung, was das heißt. Wer war das?
Was? Bist du okay? Ja. Danke. Das wär's gewesen. Ja, aber hallo. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Mist. Wer ist das? Ach, kein Scheiß, Mann. Komm schon. Weg hier. Oh Mann. Was geht hier ab? Was ist denn jetzt mit dem passiert? Warum lag der da tot? War der tot? Das verstehe ich gerade nicht. Er ist hier! Was ist denn, Prinzessin? Liegst du mich etwa nicht mehr? Alter. Was für ein kranker Scheiß. Okay, Quicktime. Verkackt. Ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg den Dinger nicht gebacken irgendwie. Ja, kriegen wir hin, komm. Hätte ich mal das Scheißmesser nicht mitgenommen. Springen, rennen. Wir rennen. Mist. Boah, das ist aber auch echt immer sehr knapp, was ich hier mache. Doch selber auf, Mann. Och. Da lässt ja die Frau die Tür aufstemmen. Ich glaub's ja wohl nicht. Nein, ich bin daneben, ich bin daneben. So, da. Sieht nicht danach aus, als ob der weg ist. Was ist denn hier los, Mann? Fliss! Gott sei Dank! Ja, ich bin's. Und jetzt los! Was ist denn mit meinem Bruder passiert? Warum lag der da tot? Okay, der ist ja runtergefallen, ja. Aber echt tot? Ich konnte da nichts anderes machen. Wäre aber blöd jetzt. Sind wir sicher? Na klar. Wir finden sie uns nicht. Aber willst du das wissen? Ein Geisterschiff. So. Oh, hallo. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Mhm. Nun sind sie noch einer weniger. Der ist echt gestorben? Bescheuert. Und hat jemand Brad gesehen? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Ich glaube, ich kann niemanden retten. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Ist. Lassen Sie mich helfen. Mit einem Hinweis. Ja, bitte. Neugierig, ich brauche Hilfe. Ich will keine Spoiler. Warum? Ich bin neugierig. Nun dann, wie sag ich das nur,
Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Absolut nicht. Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Ja, na klar. Ich glaube, ich werde alle verlieren. Alle werden sterben. Wobei ich das nicht verstanden habe mit dem Bruder. Heißt der Brad? Ich vergesse immer den Namen. Gesehen? Ja. Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Da unten lief eine Zeremonie ab. Da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab. Jemand sah mich. Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? Ja. Keine Sorge, Problem gelöst. Ein Arschloch in der Kutte. Brad hat von dem nichts mehr zu befürchten. Problem beseitigt. Sauber. Ja. Ich meine, danke. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Es ist aber wahr. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Ach was. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Was ist denn real? Ist das ein Geisterschiff? Wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Ja, verblüfft. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Okay. Wir hätten es schon gesehen. Wo ist die Crew? Was ist hier nun passiert? Wo ist die Crew? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das ganze Schiff stinkt nach Tod. Es ist wie ein Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Mhm. Ängstlich, ist das ein Geisterschiff? Dieser Ort ist seltsam. Dieser Ort ist seltsam. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Alles an diesem Ort ist seltsam. Forschend, was ist hier nur passiert? Ja, ich will forschend sein, so. Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Es scheint so. Ich habe vorhin einen Brief gefunden. Mhm. Da stand, die Wachen hatten Angst vor Geistern. Offenbar konnten sie die Wachschichten nicht besetzen, weil die GIs zu viel Angst hatten und sich krank meldeten. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Mhm. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Gut, dass wir alles nachlesen. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja, auf geht's. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Ja, muss ja. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Das kriegen wir hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, jetzt sind wir im Dreierverbund, oder was? Ja, sieht so aus. Gut. Gibt's hier noch irgendwas? Sonst gehe ich schnurstracks weiter. Alter. Wir müssen von diesem Schiff weg. Ja. Ja. Natürlich müssen wir hier weg. Nee, ich will hier bleiben für immer. So, was liegt hier? Irgendeine Patrone? Eine Hülse? Hört sich verrückt an, aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind?
Schatten. Wer weiß, Geheimnisse für einen Dollar. Trophäe freigeschaltet. Keine Ahnung, ob die das so waren. Ob die das Flugzeug abgeschossen haben. Bietet sich ja an, ne, mit den Gerätschaften hier. So. Okay, da ist noch irgendwas. Warte, bevor es weitergeht, will ich mir das anschauen. Das Bötchen. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Hat aber Lecks. Also unnütz. Ein unnützes Stück Metall. Oder Holz. Ich weiß nicht. Okay. Jetzt weiter. Hm, war hier noch irgendwas? Nee. Hier war nichts mehr. Nee. Weiter geht's. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Danke. Das wäre toll. Hier ist nix. Okay. Ach, Moment. Hätte ich was übersehen. Und wieder mal ein Türchen öffnen. Und wieder eine Leiche. Okay. Das war aber zu erwarten. Okay, Moment, ups, jetzt habe ich losgelassen. Das wollte ich eigentlich nicht. Entschuldigung. So, Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen, im Falle eines Gasaustritts oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, 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 um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst Ihre Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Viertens, entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibenden Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens, prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Sechstens, tut sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Oh. Muss eine ziemlich gefährliche Fracht gewesen sein. Siebtens, lassen Sie den Schlauch los. Sie können nun ganz normal atmen. Setzen Sie Ihre Kopfbedeckung wieder auf und schließen Sie die Gasmaskentasche. Achtens, Sie dürfen die Maske erst wieder absetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie die Maske ein Spalt weit und prüfen Sie die Luft. Falls Sie Gas riechen, schließen Sie die Maske wieder, atmen stark aus und entfernen eventuell eingeschlossenes Gas mit den Händen. Neuntens, nach dem Absetzen der Maske platzieren Sie Maske und Schlauch wieder in der Gasmaskentasche. Sie können die Gasmaskentasche ablegen, indem Sie den Gürtel und den Schulterriemen lösen. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustritts ausgegeben. Geil. Coole Beschreibung. Wahrscheinlich ist das in echt auch so. Also, die Beschreibung. Hört sich auf jeden Fall danach an. So, was machst du hier? Nix. So, was haben wir denn da oben? Dort oben. Da müssen wir hin. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ach was. Was für eine Erkenntnis. Ich glaube, da geht's nach oben. Der feine Herr lässt sich selber tragen. Ich zieh dich hoch.
Ja, gut. Ja, hilf hier nicht. Hilf hier überhaupt nicht. Ist ja nicht. Also, das ist mal ein Gentleman. Wie er im Buche steht. So. Okay. Achso, das war's. So. Hier ist nix. Kann man hier rumherum? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Lasst uns nach oben gehen. Alter Norweger. Das ist ja... Okay, sie geht da hinten lang. Alleine. Klar. Kann nichts passieren, ne? Captain. Ja, hier ist nichts mehr. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. Okay. Jetzt warte doch mal auf uns, Mann. Wo ist eigentlich meine Frau? Schatz, wo bist du? Komm jetzt mal her. Was war das für eine Kameraeinstellung? Hier drüben. Ja. Hier kommen wir durch. Ja. Dann los. Oh. Okay, hier geht's nicht mehr raus. Es gibt nur noch einen Weg. Und zwar vorwärts. Sehr gut. Da weiß ich wenigstens, wo es nicht mehr lang geht. Okay. Da liegt schon wieder der nächste Kamerad. Nicht erschrecken, bitte. So, was ist das hier? Es ist noch eine Tür. Wollte ich die aufmachen jetzt schon? Nein. Hier ist ein Durchgang. Hier in dem Raum ist nichts. Jetzt? Warte mal. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wäre aber läppsch. Tatsächlich nichts, oder? Aha, na siehste, sag ich doch. Irgendwas muss es hier doch geben. Das Logbuch. Captains. Logbuch, okay, aufmachen bitte. Im Logbuch steht was von dem Sturm. Oh ja, es kommt vor auf hoher See. Morgseegang nimmt Wellen bis zu 6 Metern Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend außergewöhnliches Wetter, mehrere Blitzeinschläge in OM, jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator, Dead Wassertiefe als inschätzbar. Hm? Was? Betriebslogbuch der SS Uran. Morgen, See beruhigt sich. Mittag, dichter Nebel. Nachmittag, stärkerer Seegang. Nachmittag, 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Ja, das haben wir schon gelesen, ne? Mehr ist da nicht. Das war das Logbuch. Es hat 2 Tage beschrieben. Sehr gut. Da ist auch noch was. Das hätte ich alles verpasst. Das fände ich nicht schön. Ja, okay. Kann man nicht durch. Aber es hätte ja sein können. So. Okay. Dann mache ich jetzt mal diese Tür auf hier. Was? Die ging echt nicht auf? Shit. Das war mein
Ach so, ach, hier geht's ja noch weiter. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ja, das stimmt. Das ist normalerweise so auf Schiffen.